Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft hier in unserem landwirtschaftlichen Farmgebiet, wo wir heute die fünfte und letzte Farm, zumindest hier für den Hauptkomplex, bauen werden. Es ist eine Kaktusfarm und ich denke, damit wir nicht allzu weit in die Höhe gehen, gehen wir etwas in die Tiefe. Das Wasser ist platziert, um all die Kakteen, die runterfallen, aufzufangen. Und da in der Mitte, da geht es zu ein paar Kisten, zu denen wir hier runter gelangen können. Nun, aber die eigentliche Farm darüber, Ilmango hat vor einiger Zeit ein tolles Video gemacht, wo er verschiedene Sachen ausprobiert hat. Und seit damals hat sich in der Kakteenzuchttechnologie nicht viel bewegt. Das heißt, wir werden vielleicht ein bisschen andere Blöcke verwenden, aber ansonsten bekommen wir eine ziemlich effiziente Farm für die kleinen Verhältnisse, die wir hier haben, denn wir können auf einer Ebene 4x4, das sind 16 Kakteen platzieren und dann eben auch wieder bis in eine solche Höhe. Das ist der Anfang von unserer Kaktusfarm. Vier Ebenen an je 16 Kaktus, das gibt 64. Und das Gute oder ja, Kaktus kann wachsen, aber wenn auf der Seite ein Block ist, dann fällt dieser gewachsene Teil gleich wieder ab. Und das werden wir hier machen mit Fences dazwischen. Und das einzige Problem, das wir dann noch haben, ist, wenn diese wegfallen, können sie in irgendeine Richtung fallen und beispielsweise auch in einen anderen Kaktus. Und das ist nicht so toll, denn dann wird das zerstört. Und da gibt es zwei Alternativen. Wir werden sicherstellen, dass wir hier eine ganze Reihe haben. Aber hier dazwischen können wir natürlich keinen Fans platzieren, denn das würde den Kaktus brechen. Aber Endrots, das funktioniert, weil die haben keine Hitbox. Und dadurch können wir auch sicherstellen, dass wenn von da oben einer wegpoppt, dass der nicht hier oben drauf landet, sondern wirklich bis ganz nach unten durchfällt. Die grundsätzliche Mechanik ist nun hier. Alles, was noch fehlt, ist da quasi diagonal von einem Kaktus zum nächsten. Da wollen wir die Flugbahn auch unterbinden. Und weil wir das wäre dann ja quasi zwischen zwei so Fences. Und damit diese nicht verbinden, nehmen wir hier einen Wallblock. Sieht zwar hässlich aus, aber wir werden ja sowieso noch eine Gebäudehülle drum bauen. Also spielt das überhaupt keine Rolle. Dann mache ich hier unten mal überall noch einen Wallblock rein.
Und dann kann ich die von oben her dann ausbauen. Das letzte Puzzleteil ist nun auch platziert, aber wie ihr sehen könnt, weil wir hier die Hülle noch nicht rundherum haben, kann es sein, dass hier von den äußeren Kakteen mal was außerhalb landet. Aber die Farm funktioniert, wie ihr sehen könnt. Und wir bekommen wahrscheinlich mehr Kakteen raus, als wir je benötigen. Aber wir haben eine Farm dafür. Also, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wie genau das funktioniert, seht euch das Video von Il Mango an. Link wie immer unten in der Beschreibung. Und dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht ganz sicher, was das werden wird. Ich habe da so ein paar Ideen. Aber irgendwas wird es sicher werden. Also bis dann und tschüss.